Heute die Beratungen der Bundestagsfraktionen. Am Mittwoch steht die Abstimmung über die weiteren Griechenlandhilfen auf der parlamentarischen Tagesordnung des Bundestags. Ja, das Thema Griechenland bleibt also allgegenwärtig. Deshalb möchten wir im ersten Teil des Mediengesprächs auch die Ausgangssituation vor der Abstimmung etwas näher beleuchten. Und dazu begrüße ich an dieser Stelle ganz herzlich meinen Gesprächspartner Tom Strohschneider, den Chefredakteur der Tageszeitung Neues Deutschland. Guten Tag, Herr Strohschneider. Einen schönen guten Tag. Man hat ganz schön zu tun, die einzelnen Stellungnahmen, die medial verbreitet wurden und werden, zu sichten und dann die Puzzleteilchen zu einem Gesamtwerk zusammenzufügen. Etwas verwundert die Augen reiben musste ich mir allerdings schon, als nun doch offenbar Frau Merkel von Schuldenerleichterungen gesprochen hat. Das war ja ein Thema, das bisher überhaupt nicht zur Debatte gestanden hat. Was führt denn nun zu diesem Sinneswandel oder ist es eher eine, na sagen wir, taktische Maßnahme? Es ist zumindest, glaube ich, keine Einsicht in die Notwendigkeit. Es ist in dem Sinne nicht ein vernünftiger Schritt, so richtig. Wir haben in der Union eine sehr komplizierte Situation. Die Führung der Union hat einerseits die Beteiligung des Internationalen Währungsfonds am dritten Kreditprogramm für Griechenland zur Bedingung gemacht. Frau Lagarde, die Chefin des IWF, hat ihrerseits aber eine Bedingung aufgestellt, nämlich Schuldenerleichterung. Und der IWF will erst im Herbst prüfen, ob denn die europäischen Gläubiger zu Schuldenerleichterung gegenüber Griechenland bereit sind. Erst dann wird der IWF entscheiden, ob er wieder mit ins Kreditprogrammboot kommt. Und so steht nun die Unionsführung ein bisschen nackt da, denn ihre Bedingung, der IWF muss dabei sein, konnten sie nicht durchsetzen. Da hat Schäuble in der Eurogruppe vor einigen Tagen sein Ziel nicht erreicht. Und dass Frau Merkel nun plötzlich, nachdem sie vor wenigen Tagen noch der Meinung war, man müsse überhaupt zum Thema Schuldenerleichterung nicht einmal Gespräche führen, sich jetzt plötzlich dann doch aus dem Fenster lehnt und von einem Spielraum spricht, ist natürlich eine deutliche Bewegung. Man muss eins anmerken, in Berlin wird in den vergangenen Tagen sehr, sehr deutlich und laut darauf hingewiesen, dass es ja aber kein Schuldenschnitt sei, kein nomineller Haircut, sondern in Anführungszeichen nur Schuldenerleichterung. Da muss man ganz klar sagen, das ist so ein bisschen Spiel mit den Begriffen. Es ist am Ende, glaube ich, auch gar nicht so entscheidend, ob es nun ein nominell offizieller Schuldenschnitt ist oder eine drastische Schuldenerleichterung, die ja beispielsweise darin bestehen kann, dass man die Zinssätze runterhängt, dass man die Tilgungsfristen verlängert, dass man die Rückzahlungstermine aussetzt, entscheidend ist. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der grundlegende Knackpunkt in der ganzen Griechenland-Frage. Am Thema Schuldenstand, am Thema Schuldenerleichterung zeigt sich die grundsätzliche Fehlerhaftigkeit der Krisenpolitik, wie sie in Berlin und von der deutschen Regierung immer wieder mit sehr kompromisslosen, sehr aggressiven Momenten, teilweise gegen die Syriza geführte Regierung in Athen, versucht worden ist, durchzusetzen. Der Punkt ist, Griechenland hat einen Schuldenstand, auch im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, da kommen die nie wieder runter. Und wenn man möchte, dass in der südeuropäischen Peripherie ein Land so eine Art Schuldenkolonie ist, wo die europäischen Gläubiger immer wieder neue Kredite reingeben, damit alte Schulden beglichen werden. Und mit diesen Krediten sind ja harsche, antidemokratische, unsoziale Kürzungsprogramme verbunden. Wenn man das möchte, soll man auf dem Weg weiterführen. Ich möchte das nicht. Und ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, müsste Merkel an dieser Stelle, wo sie jetzt schon ist, nämlich wo sie schon ja einerseits sagt, wir brauchen Schuldenerleichterung, unter anderem, weil der IWF das ja auch so sieht, im Übrigen sehen es viele Experten ganz genauso, dann wäre eigentlich der nächste Schritt, sich grundsätzlich zu verabschieden von dieser verhängnisvollen Krisenpolitik. Dazu ist Merkel nicht bereit, weil sie müsste ja eingestehen, dass sie in den letzten 5, 6, 7 Jahren einen völlig verfehlten Kurs gefahren hat. Es ist ja am Ende wirklich von ganz gewaltigen Summen die Rede. Wir erinnern uns, in diesem sogenannten Hilfspaket geht es ja um rund 86 Milliarden Euro. In der Süddeutschen Zeitung habe ich gelesen oder sie vermeldete, dass die angebliche Verhandlungssumme inzwischen nun schon bei weit über 90 Milliarden liegen würde. Ganz ehrlich, da verlässt mich mein Vorstellungsvermögen völlig. Sind es überhaupt noch Größenordnungen, die durch Kreditverträge seriös gesichert werden können? Naja, was heißt seriös gesichert? Klar, man hatte ja in den vergangenen beiden Kreditprogrammen ja schon mit ähnlich horrenden Summen operiert zum Teil und hat damit das Problem nicht gelöst. Der Punkt ist, und da kommen ja jetzt auch neue Zahlen, ob da nun die
der Finanzbedarf bei 86 Milliarden innerhalb der nächsten 3 Jahre liegt oder bei 92 Milliarden. Das sind ja alles, wenn man so will, vermutungswissenschaftliche Prognosen. Wenn sich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Griechenland nicht verbessert, und es gibt wenig Anlass, das zu prognostizieren, weil ja genau wieder so eine Austeritätspolitik, so ein neoliberales Kürzungsmodell dort der Syriza-Regierung aufgenötigt worden ist. Und wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, was passiert ist mit Kürzungen. Die Wirtschaft ist am Boden, die Leute sind arm, es gibt keine Binnennachfrage. Und jetzt sollen auch noch die allerletzten, wenn man so will, öffentlichen ja, Schmuckkästchen verkauft werden. Die 14 wirklich gut laufenden, auch wirtschaftlich gut laufenden Regionalflughäfen hat sich jetzt ein deutsches Staatsunternehmen unter den Nagel gerissen. Im Übrigen, das finde ich schon ein deutliches Zeichen dafür, was auch politisch-ökonomisch hinter diesen ganzen Kreditprogrammen steht, war ja der Verkauf oder die Konzessionsabgabe an Fraport, an diesen deutschen Flughafenbetreiber, sogar im Memorandum festgelegt. Also das muss man sich mal vorstellen. Da hat sich dann die deutsche Regierung gewissermaßen ihre eigenen Interessen auch auf dieser kapitalistischen Weise absichern lassen. Der Punkt ist, es wird immer versucht, Vermögenswerte herauszuziehen aus Griechenland, um die Schulden zu bedienen. Diese Schulden sind im Wesentlichen dadurch entstanden, dass seinerzeit Banken gerettet werden mussten, und die Banken, da ist spekuliert worden. Das ist der ganze Anfang dieser Finanzkrise. Wir sind inzwischen, und deswegen finde ich es auch nicht so wichtig, ob man bei Griechenland von 86 Milliarden oder von 92 Milliarden spricht, bei einem insgesamten Schuldenstand, der schon weit über 300 Milliarden in diesem einen EU-Euroland liegt. Wir haben in den 19 Mitgliedern der Eurozone eine Verschuldung von 9,4 Billionen Euro zurzeit. Und man muss sich meines Erachtens irgendwann mal grundsätzlich fragen, was macht man eigentlich damit? Man kann nun, so wie es die schwarze Null Herr Schäuble in der Bundesrepublik durchgesetzt hat und versucht auf europäischer Ebene zu verallgemeinern, durch harte Kürzungsprogramme, durch Austeritätsmaßnahmen versuchen, wenigstens von der Neuverschuldung runterzukommen. Es bleibt aber ja bei diesen hohen Schuldenständen in der Regel dabei, dass die Belastungen auch auf Jahre, Jahrzehnte hinweg genauso groß bleiben. Da verdienen einige Leute dran. Man muss immer auch sagen, die öffentlichen Schulden sind die Vermögensansprüche von privaten Leuten. In der Regel gehören wir beide nicht dazu, weil ich vermute, dass weder Sie noch ich besonders viele Staatsanleihen haben. Der Punkt ist, wir brauchen eine europäische Schuldenkonferenz. Es muss ein Schlussstrich gezogen werden unter einer Politik, in der private Gewinne eingefahren worden sind, und wenn das Risiko zu groß war, mussten diese Schäden sozialisiert werden. Das ist im Wesentlichen ein Hintergrund. Es ist auch richtig, dass einige Länder zu viel ausgegeben und zu wenig eingenommen haben, unter anderem, weil die Vermögen und die Konzerne nicht ordentlich besteuert worden sind. Aber der Punkt ist, wir haben jetzt diese Lage, und es ist, glaube ich, ein Gebot der Vernunft, dann endlich mal darüber nachzudenken, was im europäischen Maßstab damit passieren kann. Und immer nur weitere neue Kredite aufzunehmen, um sie auf alte Schulden heraufzukippen, und das eventuell dann, wie am Fall Griechenland, auch noch mit politisch zusammenschnürenden Bedingungen für eine demokratisch gewählte Regierung zu verbinden, ist kein Weg, kann kein Weg sein, hat mit europäischen Werten nichts zu tun, hat mit Solidarität nichts zu tun und führt am Ende dazu, dass die Lage immer schlimmer wird. Und insofern, Europäische Schuldenkonferenz wäre eine Idee, die im Übrigen nicht nur von Linken gefordert wird, sondern da sind auch international anerkannte Experten der Auffassung, wir brauchen diesen Nullpunkt. Und was nach diesem Nullpunkt ist, ist sicherlich auch eine Frage der politischen Kräfteverhältnisse. Da muss darüber gestritten und diskutiert werden. Aber weiter auf diesem verhängnisvollen Weg kann es eigentlich nicht gehen. Am Mittwoch Abstimmung zum Griechenland-Hilfspaket im Bundestag. Ihr Tipp, wie wird es ausgehen? Das ist ja, glaube ich, relativ leicht, sich da aus dem Fenster zu lehnen. Es wird natürlich eine Mehrheit geben für diesen 144 Seiten umfassenden Antrag, den Bundesfinanzminister Schäuble da eingebracht hat. Wer die Gelegenheit hat, soll da ruhig mal reingucken. Da stehen auch in deutscher Übersetzung sehr, sehr interessante Fakten und Zahlen über dieses neue Memorandum, über die Schuldentragfähigkeit und so weiter drin. Es wird am Ende eine ganz spannende Frage sein, wie viele Unionsabgeordnete mit Nein stimmen oder sich enthalten. Das ist dann sicherlich auch eine zumindest innerparteiliche Machtfrage für Frau Merkel und nicht zuletzt für Herrn Schäuble. Die Sozialdemokraten werden wie immer der Regierungslinie zustimmen. Von denen kann man ja da auch kaum noch Kritik erwarten. Die Grünen werden geteilt zustimmen. Und bei der Linken wird es einige Enthaltungen, aber ansonsten ein strammes Nein geben. Und ich glaube, da ist dann auch die richtige Position zu diesem Programm formuliert.